Den eindrücklichen Kampf von Frauen aus dem Stamm der Wayuu um ihren Lebensraum in Kolumbien dokumentiert die italienische Fotografin Chantal Pinzi. Dafür wurde sie mit dem Lagoa-Fotopreis 2023 ausgezeichnet, den ihr Landesbischof Christian Kopp bei der Messe Consocial in Nürnberg überreichte. Wir tauchen ein in ihren Lebensraum in Kolumbien. Wir ahnen noch das Paradies, das dort einst war. Und sie zeigen in ihren Bildern die tiefen Narben, die der Bergbau in die Heimat, ins Leben und in die Gesundheit der Wayuu gerissen hat. Sie, Frau Pinzi, setzen die Frauen ins Bild, unübersehbar rot leuchten die mutigen Frauen in ihrem Widerstand. Fotografie ist für mich eine andere Sprache und es ist eine andere Art von Aktivismus. Und es hat eine kraftvolle Wirkung, glaube ich. Ich unterstütze den Kampf der Minderheiten und der Frauen und will darauf aufmerksam machen. Klimagerecht leben ist das Motto des Martin Lagoa Fotowettbewerbs in diesem Jahr. Er wird seit 2008 alle zwei Jahre vom Evangelischen Presseverband für Bayern ausgeschrieben und erinnert an Pfarrer Martin Lagoa, einen Pionier der evangelischen Medienarbeit in Bayern. Der Wettbewerb ist in seiner Ausrichtung einzigartig. Wir wollen mit dem Martin Lagoa Fotowettbewerb eigentlich vor allem sozialkritische Themen und gesellschaftskritische Themen bekannt machen. Das ist eigentlich das Hauptziel. Und das mit Fotoarbeiten von Fotografinnen und Fotografen aus aller Welt. Überzeugt hat die Jury auch die Bilderserie Die Fichte und der Käfer von Milena Schilling. Sie bekam den Lagoa-Nachwuchspreis der Stiftung Evangelische Jugendarbeit. Das Lagoa-Stipendium ging an die Frankfurter Dokumentarfotografin Sandra Weller, die mit ihrer Reportage Solarkiosk zeigt, wie Menschen in Ghana sich mit Solarenergie versorgen. Zugleich zeigt sie auch, wie gebrauchte Batterien die Umwelt vergiften. Die Arbeiten der Preisträgerinnen und anderer Fotografen sind in der Ausstellung Klimagerecht Leben zu sehen, die ausgeliehen werden kann.